Melli, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nee, ich auch nicht. Was soll ich denn sagen? Ich würde sagen, Part geht weiter. Ich lade mal kurz den Kram. Fangen wir mal mit dem Load State an. Ja. So. Ich habe hier und gesaved. Dann wäre das hier. Yay! Ja. So. Wow. So weit waren wir noch nie. Das ist schon schön. So. Ja, wir können nichts anderes machen, Leute. Sonst müssen wir den anderen Level nochmal spielen. Das ist ja, dumm. Und dieses dreckige. Ah, oh, das mit. Das ist auch dreckig hier. Guck mal. Der war richtig dreckig mit diesen Secret Exits da. Gut was durchgesaved. Idee, ja, aber selber machen, nein. Das ist so, als wenn du in so ein Kochbuch guckst, wie die da mit Photoshop ihre Gerichte zubereiten und du kriegst das selber nie so hin, das wie das eigentlich gar nicht gedacht war. Die haben da extra Leute für, die das herrichten, Maddie, weißt ja, du das? Ja, die machen das sogar manchmal aus Plastik und sowas. Ja, hast du mal gesehen, wie die bei McDonald's zum Beispiel die Burger drapieren, dass die gut aussehen und dann kriegst du so ein lasches Brötchen. Deswegen esse ja, ich den bei Burger King kriege ich das ganz schlimm. Da sieht das immer ganz anders aus. Ja, das ist voll widerlich. Deswegen, die rösten das Fleisch nur irgendwie 10 Sekunden an, haben sie gesagt. Mhm. Die malen die sogar an, die Burger, ne? Die malen diese Grillstriche drauf. Ohne Witz, die malen die drauf. Oder brennen die rein mit so einem kleinen Metallstück. Das erhitzen die und brennen das dann so drauf. Da gibt's extra Leute, die machen sowas für Werbefotos, zum Beispiel von Essen oder, ja, ne? Das ist auch ein Beruf, ne? Ja, ernsthaft. Das gibt's. Ich will gar nicht wissen, was hier noch so alles auf dich zukommt. Soll ich gleich rausfinden. Ja, springen wäre vielleicht ganz gut, aber ich lasse es mal lieber. Alles besser. Mama Mia! Ich finde ja die ganzen Mama Mia. Leute so schlimm, die dann versuchen, Mario auch noch nachzumachen, ne? Mama Mia, Matty, warum machen die das? Ja, sowas. Das gibt's gar nicht. Nur weil die einen Schnurrbart haben, heißt das nicht, dass sie Italienisch können. Ja, Pizza, Pasta, Pista. Bubi. Mama Mia. Und die Italiener reden gar nicht mal so, ne? Nee. Wissen die meisten gar nicht. Du nie gar nicht. Die sind sehr, sehr energisch, wenn sie reden. Ich habe mal einen in Florenz gesehen, der hat eine Telefonzelle verprügelt, weil ihm irgendwann nicht gepasst hat. Warte. So. Eine Runde. Das ist immer das Schlimmste, dieser halbe Millimeter, wenn irgendein Hindernis über dem Boden ist ja. Und der das dann nicht anerkennt. Oh, das komm, ist komm, Kinder. Ich hatte ja einen Arbeitskollegen in der Schweiz, der kam aus Italien. Der war cool. Hat er immer Mama Mia gesagt? Nee, der hat immer gehört. Der hat immer so die. Aber der hat das mit der Hand diese Geste halt. So, weißt du. So diese spitze Hand von Adriano Celentano, die man so kennt. Ja, das machen die wirklich. Aber nur, wenn die untereinander reden. Ja. Nee, hat er bei mir aber auch gemacht, so. Die ganze Zeit. Hat er immer so eine spitze Schnute gemacht dabei, ganz komisch. Ja, so wie man sich das vorstellt. Ja, wirklich so Klischee, aber der war cool, der. Antonio. Und du hast immer den Bauch gehalten, wenn du geredet hast, ne? Nee, so wie die Deutschen, oder? Ja. Da war ich ja noch. Weiß ich, was man denen nass sagt. Da war ich ja noch richtig jung, weißt du, da war ich 20, oder? War ich jünger als du jetzt? Oh. Auch schon ein bisschen her. Ach du Scheiße. Stirb. Das ist für mich auch noch unglaublich. Ja? Dass Leute, die so 96, 97 geboren sind, die sind ja schon alt. Für ja, mich war ne? Das immer so, ja. Das habe ich mal in einem Pickdump gesehen, fand ich sehr lustig. So, Andi, Menschen, wenn mir jemand sagt, dass der so, weiß ich, 96, 97 geboren ist, dann habe ich so einen 8-Jährigen vor mir. Genau, geht mir genauso. Aber, nö. Sind schon 20 oder älter. Ja, du bist gerade 18 oder was, aber trotzdem. Das ist richtig scheiße, dass der dann nach rechts abgeht, ne? Ja, da weißt du gar nicht, wie du reagieren sollst. Die Musik ist auch gar nicht verwirrend, so ein bisschen, ne? Ja, künstlich Hektik aufbauen. Ja. Ich mein's echt, jeder Ecke safe, ist mir egal. Ist mir egal, Leute. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja, das bringt uns ja auch sehr viel, der Midway, weil wir haben ja noch so viel Leben übrig, ne? Jo, theoretisch könnte ich es dann nochmal versuchen, aber... Hast du keinen Bock drauf, richtig? Oh, ja. Meine Fresse. Können wir jetzt auch ein Bier holen, ne? Aber da habe ich gerade keine Lust zu. Ich gucke das ja immer nach, weißt du? Wie andere sich hier verhalten haben und ich will gar nicht wissen, wie die sich hier verhalten, weil die waren bestimmt viel besser jetzt. Dann ärgere ich mich nur, weil ich jetzt so schlecht nenn bin. Nenn mal einen Namen. Hättest du gerne, ne? Hättest du jetzt gerne. Mach ich nicht. Machst du nicht? Ne. So, ich mach noch zwei Münzen. Das ist gut. Oh, das ist Kernassi hier. So, richtig assi ist er. Dumm. So. Was hab ich da jetzt gemacht? Das. Achso, die wäre jetzt runtergefallen. Utz.
Wie willst du da ausweichen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch wieder sowas gegen den Wind. Das ist doch Verarsche hier. Matti, das ist voll die Verarsche. Ja, nee, das ist irgendwie machbar. Was da unten? Achso, da geht's weiter. Da schießt so einer mit Mehl, wollte ich gerade sagen. Ja, schießt einer mit Mehl. Achtung! Das ist der Mega-Mehl-Man. Der schießt mit Mehl, Matti. Ach, kannst du Mehl mal damit aufhören jetzt? Der kommt wahrscheinlich immer genau dann raus, wenn ich da langfahre. Puh, das war knapp. Alter, das ist knapp hier. Das ist kurz vor der Hitbox des Grauens gewesen. Ja, genau! Du musst ja dahin, ne? Du musst dahin. Alter. Der definiert das Wort dreckig und unfair. Die beiden Worte sind zwei. Neu. Ist neu. Ich sag nur ein Wort. Absolute Scheiße. So und geht's. Ist auch eins, na klar, ist das scheiße. Muss mal ein. Nicht ein, sondern zwei. Ich hab die Uhr schon wieder nicht gestellt. Maddie, was ist los? Ich vergesse das doch sonst nie. Ich weiß es auch nicht, was da los ist heute mit dir. Was ist mit uns beiden los ist, das ist absolut fragwürdig. Warum? Wenn die dann kommen, dann die Zuschauer und sagen, ja, spiel doch nochmal einen Hack. Du bist ja auch das ist übrigens immer noch nicht da, was ich da bestellt habe, ne? Echt nicht? 14. bis 20. da stand eigentlich da. Das ja, kommt aus England, aber ich meine. Ja, wir hüllen uns ja noch in Schweigen, was es sein wird. Ihr werdet sehen. Das wird schön. Vor allem müssen wir das ja erstmal durchkriegen, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich gerade Luft, um was Neues jetzt groß zu starten, weil ich sowieso was Neues starte. Alter! Willst du mich? Ja. Und es geht immer so weiter. Es geht immer so weiter, ne? Nein, bitte nicht versaved. Bitte nicht. Das wäre jetzt... Spring! Ja, es geht ja nicht. Ich darf da nicht mal... Ein bisschen nach links und dann springen. Das schaffst du. Schaffst du. Ja! Nein! Was? Nein! Doch! Ja, Nein. Bei mir war alles am Lenker. Was? Warum ist da nochmal so ein Teil? Ist gar nicht. Ach ja. Oh, guck mal, wie schön. Oh ja! Wundervoll! Ja, soll ich mal in den Sumpf machen oder soll ich mal ins Schloss? Weiß nicht, Red Switch Red Palace. Switch Palace! Mach das rote Switch! Rote Switch! Das sieht aber nicht aus wie ein Switch! Mach es! Brücker, das ist gar kein Switch! Das ist fake, ich weiß, aber mach es! Da haben wir noch einen Xbox. Safe! Du dachtest wohl, das wäre hier rote Switch! Wie kann man denn so blöde sein? Steh jetzt! This P-Balloon will never deflate, so you can float forever. If you get hit, you will fall into lava. Ah, genau das Richtige für Maddie, da freue ich mich. Guck mal, das Vieh vor allem. Ja, aber es geht, Maddie, es geht, komm mal. Du weißt doch, was ich mag hier. Ich weiß doch, was ich gequält hier. Nee, das ist doch scheiße, weil da muss ich jetzt mit dem Ballon über diese Säge. Ja, mit dem Schwung am besten. Oh. Nein! Oh, ich hab runtergedrückt! Das ist zu viel Gas in dem Vieh! Ja, Flatulenzen mal wieder. Ich hab schon ein paar Flatulenzen in den Wolken genannt, das kann ich nicht nochmal machen. Oh Mann! Nicht schön. Der fliegt von alleine hoch, oder? Okay. Doch, wenn du nichts machst, fliegt er von alleine nach oben. Ja, sag ich ja, dann musst du die ganze Zeit eigentlich runter, mehrfach runterdrücken. Oh. Echt die Backen dick. Aber das finde ich gut bei den Teilen, immerhin fair, dass du durch die Mitte fliegen kannst. Olli, die Münze. Nee. Die ist feige. Holt sich die Münzen nicht. Mutti. Schluss, Kerle, kannst du schon machen, Kerle. Willst du mal? Mies. Ja, ich mach. Das ist doch dein Lieblingslevel hier. Letzte Rettung. Das ist doch kein Problem mehr. Das letzte Mal behauptet. Hab ich auch nicht. Mach ich gerne. Ich geb dir mal eins, ja. Wie geht denn das? Als hab ich gesaved. Geht nass. So. Nein! Ja. Kriegst du nicht zwei? Nein. Ist ein Gierschlund. Dann gib mir den erst, ich will das haben. Red Switch, please! Das glaube ich irgendwie nicht. Ich speichere hier nochmal. Nee, sieht man die ganze Zeit, wie ich hier speichere. Oh, hi. Mach gut. Ja, okay. Okay, wie du muss ich das machen. Und dann gibt's dann nochmal einen alternativen Modus, ist ohne Ballon dann. Sag mal. Der muss einmal über die Biere. Ja, der muss da runter. So. Ja, aber mit Timing von der Säge, das ist nicht so einfach. Ja. Oh ja. Das war gemein. Kann der nicht irgendwie pupsen oder so, dass er dann schneller wird? Ich
weiß es nicht, vielleicht. Ich würde es tun. Siehst ja kommen, dass das auch wieder falsch ist hier. Und dass der dann doch wieder seine Power verliert. Bruder, macht das hier, als wenn er dann... Als du geboren wurdest, haben sie dir auch erstmal so eine Heliumflasche im Popo geschoben, ne? Seitdem kannst du das. Ein junger Gott. Ich geh jetzt unten lang, Maddie. Oh, das war wieder falsch. Warte. Ich verstehe nicht, warum Mario sich nicht mehr ein paar ordentliche Schuhe kauft. Ja, ich meine, die Spinjons gehen ja damit. Ja, sind die besten, sind deine Schuhe. Nee, sind geile Schuhe. Die sagen ja geile. Sagt man ja. Och nee, das war schon wieder dumm von mir. Weil ich nicht warten kann. Man kann ja nicht warten. So, wie lang nehmen wir jetzt auf? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt 16:51 jetzt. 51, oh. Ich hab Funkwecker. Da brauche ich mal ein Upgrade jetzt. Blackendecker. Was ist denn darauf? Weiß ich nicht. Yippie. Da haben wir Priest und ich haben damals bei meinem ersten Abonnenten-Special irgendwas mit Blackendecker gemacht. Ich weiß nicht mehr was. Stimmt. Da haben wir Ich hab in meinen Körper gespielt. Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn ich es nicht schaffe, beende ich den Part. Wir haben noch zwei. Ja. Ach, Leute, geht weiter. Was? Hätte das gedacht? Ja, ich habe mich total verguckt auf der Uhr. So, Maddy macht. Warum lebst du das? Also, warum? Wir hätten noch beide ein Leben gehabt, das ist doch cool. Ja, jetzt. Jetzt machst du aber wieder Faxen hier. Jetzt hast du ja mal wieder viele Leben. Ich wollte einfach nur nicht. Du hast gerade gesagt, wir beenden den Part. Ich war schon mit einem Bein auf dem Klo. Und jetzt kommt das hier. Nimm dir mal eins, bitte. Ich weiß nicht, wie das geht. So. Leute! Das ist Luigi. Das ist Luigi. Luigi, und ich hab schon wieder Maus im Bild. Was mach ich? Ja, mit Maus im Bild. Und mit dieser Maus im Bild. Ja, was? Ein Bruder. Du bist schon total bekloppt, weißt du, oder? Mit Gas im Bauch. Mit diesem Gas im Bauch. Fliegt er hinauf. Und man kann sogar nach oben schneller fliegen, das wusste ich ja gar nicht. Das ist geil, ne? Guck mal, wie böse der guckt. Das aber... Das geht gar nicht, ne? Meinst du? Das ist ja jetzt keine Kohärenz, so ein Lava, das ist Instant-Lava. Das ist Super-Lava. Meinst du? Direkt ein Pixel davor sterbe ich schon, ja, oder was? Mhm. Zumindest war es gerade bei mir so. Ich find das nicht schlimm. Ja! Okay. Ich hänge auch im Kopf so ein bisschen in der Luft, ne, hier gerade. Also, ja, man geht ja so ein bisschen in der Plattform hänge. Alter. Okay, untenrum ist besser. Der bricht gleich. Ja. War ja irgendwie klar. Aber runter ist schwer. Ja, doch. Will er es haben? Holt er sich. Klar, ich meine jetzt einen auf diesen kanadisch-französisch-neuseeländischen. Kann ich nicht konzentrieren. Ich muss gerade das Timing daneben beachten. Das ist nicht. Hat keins. Hat der eigentlich einen Namen? Nee. Oh, lalala. Da unten durch? Dumme kleine Sau. Ja, versuche ich jetzt mal. Der sieht aber auch aus wie so ein Ballon bei irgendeiner Parade. Das ist ein Wetterballon, es ist kein UFO. Ich gehört, ist kein. Was ist denn jetzt mit den Segen? Ich dachte auch, die sind ein bisschen kaputt, ne? Kannst du da unten lang? Nee, glaub nicht, oder? Pfeif drauf. Such doch mal. Pfeif drauf. Mach ich jetzt nicht. Bin ich hier safe? Nein! Bin ich auch nicht. Oh, weißt du, wo ich gespeichert hab? Nee. Ich will's halt nicht übertreiben. Can you feel the sunshine? Ich krieg immer nur Ärger, wenn ich anfange zu singen. Immer wenn ich mit dir irgendwas aufnehme und ich fange an zu singen, dann kommen deine Leute und sagen, Matty, so geht das aber nicht. Zu Recht. Ich würde mir das auch nicht anhören. Obwohl ich jetzt wirklich sagen muss, dass du in letzter Zeit wirklich der Leistungsträger in dem Spiel bist. Ja, mit Saves vielleicht. Ja, du kriegst gerade wieder einen roten Kopf, Bruder. Beruhig dich. Nee, gar nicht. Ich
nervt doch mein eigenes Spielen gerade so ein bisschen, dass ich hier so eine Kacke baue, obwohl es gar nicht schwer ist. Versuch doch mal unten durch. Versuch einfach mal. Ja, ja, ist ja egal. Es liegt ja an dem kleinen Vieh da oben. Wow. Schmamsch. Schmamsch. Nee, nee, nee. Und dann ist auch noch in dem Modus, bitte. Ja. Juhu. Das ist fake da hinten. Ihr könnt mich nicht verarschen. The power of the switch you have pushed will turn. But I knew. But I bet you already knew that. Ja, right into man. So, gib uns safe. Safe. Nee, doch nicht. Kaputt. Na gut, jetzt aber, Leute. Ja, tschüss. Ja,